Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Ja, heute machen wir Fahrstunde mit Simon, der macht Prüfungsvorbereitung. Wir bereiten uns auf die praktische Prüfung vor mit Simon. Wie das aussieht, erfahrt ihr in dieser Folge. Gib doch Gas. Mach mal. Mit durchdrehenden Rädern, hast du gehört? Wenn die Verkehrslage es zulässt, fahren wir weiter. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Auch hier am Parkplatz? Ladies and Gentlemen, every time, wenn du mich nachts wach machst und sagst, Rob, wo lang, dann sage ich Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, wir fahren rechts weiter. Was machen wir jetzt? Wir fahren erstmal weiter. Ich bin das erste Mal in meinem Leben auf diesem Weg hier. Also, schief. Ihr seht schon, wird ganz witzig. Viel Spaß, dranbleiben. Aber erstmal Intro. Zusammen, dann mache ich das hier ganz kurz. Wir machen Prüfungsvorbereitung. Alles. Mit Parken, mit Autobahn fahren wir auch noch. Mit, was machen wir noch? Ein paar Vorschläge. Ja, wir sprechen nochmal über einen abgesenkten Bordstein. Wir sprechen nochmal über abgesenkte Bordsteine. Über alles, was so abgeht und so. Und wir nehmen euch mit. Ja. Oh, ich sehe was du nicht siehst. Das ist gelb. War doch richtig, oder nicht? Aber genau richtig, aber vielleicht kommt noch seine Schwester. Und deswegen nochmal vorsichtig sein, ne? Der zieht durch und dann nicht denken, jo, alles klar, passt, sondern wirklich nochmal darauf achten, vielleicht kommt noch einer hinterher. Okay, und wenn ja, bleiben wir natürlich stehen. Das Schild da oben rechts, Verengung. Das heißt, wenn einer kommt, dann besser anhalten, oder was? Beobachten. Okay. Also du hast eigentlich hier Vorrang, steht auch oben rechts das Schild, aber es gibt ja Leute, die just don't give a fuck und dann stehst du hier in der Prüfung und ihr guckt euch an wie zwei Ziegen auf dem Berg. Also muss das passen. Ne? Man, ja, du hast Vorrang, aber es gibt halt Leute, die halten sich nicht dran. Und dann kannst du in der Prüfung nicht sagen, ist ja voll gemein. Interessiert halt keinen, muss irgendwie gerade wieder rauskommen. Ne? Er hat hier Vorfahrt. Ja. Und so weit der Gang ist alles cool, das siehst du ja. Geht nur darum, dass es. Jetzt so, warte, ich drück den Knopf, wo ist der Knopf? Das ist der Knopf. Ja, erster Gang. You know why? Ja, ja, Kollege frei. Okay, ja, genau. So, Blinker. Die Kupplung ist noch im Keller, ich bin's mit. Ach so. Ja, machen wir jetzt hier all together noch. Okay. Okay, ich versuch dich heute noch 5-mal reinzulegen. Alles klar. Nächster Gut. Das ist meine Job. Das ist meine Job. Auch diese Straße hier ist, ich benutze das Wort bescheiden. Ja. Kupplung, stehen bleiben, erstmal Luft holen auch. Ne? Ist, ein innerlicher Stressfaktor ist noch da. Cool bleiben. Du musst den dann selber wieder runterfahren. Genau, was die hinter uns übrigens denken, das ist. Jakobus. Ja. Um es nett zu sagen. Ja. Irgendwie Klugscheißer früher haben immer gesagt, das tangiert mich peripher. Ich hab's nie verstanden, aber wahrscheinlich ist es ungefähr das Gleiche. Ungefähr. So, einfach, kannst einen Blick hinten reinwerfen, ne, aber also, beobachte einfach. Dann sieht der Prüfer, du beobachtest gut. So, Attacker, jetzt können wir genau sehen. Ich sag mal Attacker. Mustafa, jetzt können wir genau sehen, ob Simon das verstanden hat oder nicht. Okay, cool. Siehst du es? Er hat's verstanden. Und das ist gut. Und dann erster Gang und dann Bordstein geht rum, you see? Und dann kannst du das auch sofort erkennen. Ja, yeah, nee, das war wichtig gerade, dass wir das einmal geklärt haben. Wie gesagt, ich stand auch auf meinem Zettel drauf. Ganz wichtige Nummer, dass wir das nochmal klären. Beobachte hinten, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Wenn hier irgendwo ein Fahrrad fährt oder so, muss dein Scanner das die ganze Zeit auf dem Radar haben. Sonst machen wir hier Titanic. Ja, ist okay. Auch jetzt wieder Spiegel beobachten. Die ganze Zeit, du musst hier. Genau. Ich find's auch schon ein bisschen. Ey, voll. Ich würde auch gerne, was zu trinken holen, aber das habe ich dir schon um 10 gesagt. Achso, ja, das machen wir. Hier, da vorne ist kein Getränkemarkt, da machen wir das gleich. Die Klimaanlage machen wir hier mal. Müssen hier. Welche
zählt denn jetzt, die weiß? Ja, die Whitey, Whitey McWhite, genau. Und dann rechts weiter. Machen wir hier Klimaanlage mal ein bisschen. Mhm. Wo fahren denn hier schon? Du eigentlich an sowas immer mit auf Kupplung und Bremse? Ich? Nee. Ja. Aber du machst das, damit du in der Prüfung nicht anfängst zu träumen. Weil Fahrschüler. Also ist gut so, dass ich das mache, oder nicht? Das ist alles cool. Später, okay, wenn du den Führerschein hast, wirst du das niemals mehr machen. Alles klar. Da hat nämlich gar keiner Bock drauf, die ganze Zeit da mit der Kupplung da drauf zu stehen. Da denkst du, Alter, ich stehe jetzt hier schon seit 10 Minuten und mein Fuß fällt mir gleich ab. Dann nimmt man den einfach Gang raus, lässt die Kupplung los und dann ist gut. Aber in der Fahrschule machen wir das nicht, weil das machst, nimmst den Gang raus und dann guckst du so rechts, links und denkst so, oh, Burger. Ja, und auf dann einmal wird grün und du siehst das Licht, der hinter dir, bäh, und dann du so, ach, ist grün, boah, erster Gang Kupplung, Ding, puff, aus. Stimmung im Keller. Einfach, um das komplett zu vermeiden, dass wir den ersten Gang drin. So, und um eine Dehydration des Probanden auch zu vermeiden, gehen wir nun sicher, dass auf der linken Seite wir den Getränkemarkt ansteuern. Wo ist er? Der, das ist eine gute Frage. Blink mal links, ich glaube, der kommt jetzt hier gleich. Ja, sieht ganz gut aus. Also meinetwegen, if you want, you can do it. Wenn die Verkehrslage es zulässt, fahren wir weiter. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Auch hier auf dem Parkplatz? Ladies and Gentlemen, every time, wenn du mich nachts wach machst und sagst, Rob, wo lang, dann sage ich Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, wir fahren rechts weiter. Immer, mach einfach immer in den Spiegel aus. Mach die ganze Show immer. Latte, ob du rechts, hast du rechts, ja. Ob du am Parkplatz bist oder dir gerade Brötchen holst oder was, mach das immer. Nein, den warte ich mal ab. Gute Idee. Eine gute. Ja, nicht so hier wieder. Der braucht vielleicht doch nicht. Ja, schon. Ja. Und noch ein Zigarettchen, ich schmier mir da eben Brot. Oder das nicht. Geil sind doch immer die Kiosk-Dinger hier, wo du dir dann, wo du noch schön die Red Bull-Dosen aus Holland kriegst, ne? Ohne Pfand. Offiziell versteuert, die Dinger. Ja, oder die Coca-Cola-Dosen. Ja, genau, richtig gut. Schön Pendler an der Grenze. Schön bei 30 bleiben, ne? Schön. Denk dran, du hast auch übrigens da so diese Geschwindigkeitsanzeige, ne? Ich wollte das nie sagen, weil das noch nie ein Prüfer geht. Also, der hat hier so eine Kamera drin und erkennt die Verkehrszeichen. Das heißt, er erkennt also, ob hier 50 ist oder 30 ist. Das muss er aber rausschneiden jetzt, ne? Yes. Vielleicht lasse ich es auch drin. Wie Sie hören, sehen Sie meine Houston. Wir kommen quer rein. ja. Siehst du ja, Kameraerkennung, bla bla bla. Funktioniert nicht immer 100% perfekt. Also kann manchmal ist so ein Schild auch zugewachsen und so, was soll die Kamera dann machen? Aber die Erkenntnis auch heute mit dem abgesenkten Bordstein. Das ist halt mein Job. Ne? So, guck mal hier zum Beispiel. Ja, jetzt konnte ich aber. Okay, ich meine das rechts vor links eher hier. Dass du hier nicht anfängst zu gucken, wo die Straße ist und so. Genau. Sondern dass du Safety bist. Ja. Afrika unite. Because we move right out of Babylon. Atakan, kann man es schon sehen?
zumindest. Ja, ich okay, ich gebe dir recht wegen der Ampel, die blinkt. Warum blinkt die nochmal? Ja, weil die andere rot ist und rot bleibt. Wäre die Lampe aus, wäre die Ampel grün. Okay. So, jetzt ist die Lampe nämlich aus. Und jetzt kann jeder, der da hinten jetzt ankommt, mit 70 weiterballern und braucht keine Angst haben, dass die rot ist. Ja. Ja, boah, ja, boah. Nächste Ampel, fahren wir links. Siehst du, dass die blinkt? Blinkt nicht schalten. Hände hoch, Spiegel gucken, bewegen, Schulterblick. Genau. Und einfach nur Kupplung und Bremsen. Machst du dir nicht zu complicated. Einfach Kupplung und Bremsen. Bis du dann stehst. Wenn die Ampel umspringt, kannst du gerne arbeiten. Aber vorher chill. Ampel nochmal abscannen auch, ne? Letzte Sekunde, bevor du drüber fährst. Hättest du machen können. Schalten meinst du? Ja, klar. Hast du ja auch so gezuckt. Ja, ich wollte erst und dann habe ich mir gedacht, okay. Jetzt aber nicht nochmal und die rechts, Hände wegnehmen. Rechts weiter. So, jetzt in Ruhe. Du bist im zweiten Gang, alles ist cool. Gar keinen Stress machen. Auch nicht pushen, gar nichts. Einfach links beobachten. Beobachten. 100-mal beobachten. Kommt da keiner, kannst du jetzt locker beschleunigen. Dann dritte Gang. Jetzt schon in der Kurve? Ja, klar. Nur nach vorne gucken und einfach Gas geben. Nur nach vorne gucken. Blinker geht alleine aus, gib einfach Gas. Guck mal in den linken Außenspiegel, wer da so rumfährt. Nicht schalten jetzt, ne? Wir sind nicht mehr in der Stadt. Einfach Gas geben. Zieh mal den dritten Gang. Ja. Und jetzt gehst du direkt vom dritten in den fünften. Also Gas dann loslassen, ne? Jetzt bist du schon im sechsten, brauchst du gar nicht. Für den fünften gehen. Nach rechts und nach oben. Jo. Fertig. Da wir jetzt nach Lünen weiterfahren, guck mal, wo das ist. Blink ist cool, aber nie wechseln ohne den. Ja, und jetzt kannst du langsam rüber. So. Und dann Blinker aus. Und dann ist hier 120, kannst du so, wie es für dich ist. Aber wechsel nie die Spur ohne den Schulter, also Seitenblick. Das ist kein richtiger Schulterblick, dass du hier nicht den machst, ne? Sonst ziehst du das Auto mit rum. Aber immer so, einmal Michael Jackson hier und dann ist cool. Siehst du das schon, die Schilder? Cool. Besser, ja, besser auf jeden Fall. Ne? So, läuft der Ding. Ja, läuft. Sehr gut. Funktioniert. Es funktioniert. Hinter dir ist gut, oder? Cool. Siehst du, diese Speedlimit-Info funktioniert? Ja. Semi. So ungefähr. Aber wenn die Schilder so gut frei sind, wie sie das hier sind, dann ist cool. 80, dann vierte? Nö. Probier einfach mal trotzdem den fünften Gang einfach aus. Also bleib so mit Biss, meine ich damit. Wenn du merkst, nee, ist irgendwie nicht gut, rappelt oder was weiß ich, dann schaltest du. Aber fühlt sich damit an, ja. Und jetzt kannst du ja nicht viel machen. Was willst du jetzt hier? Ist ja langweilig. Also immer in den Spiegel gucken. Dann sagt der Prüfer. Ja, was ist ja eine wundervolle Verkehrsbeobachtung. Du denkst dir so, ja, ja, genau. Das ist davon glaube ich jeder dann. Machen die echt solche Ansagen? Am Ende ja. Ja. Dann sagen die so, ihre Verkehrsbeobachtung hat mir sehr gut gefallen. Und du denkst so, ja, ja, genau. Okay. Mein Traum wird man. Ja. Also das machen die echt. Aber nur, wenn du halt auch viel guckst. Mhm. Wenn du nicht viel guckst, dann fragen die, haben sie schlecht geschlafen, können sie den Hals nicht bewegen. Okay. Dann sagst du, nö, doch, alles gut. Dann sagen die, ja, okay, dann frage ich gar nicht weiter. Ja, ist richtig. Ich würde jetzt den dritten nehmen, ne? Und dann fahren wir rechts weiter. Spiegel, Blinker. Das war's. Du hast aus der Entfernung angemacht. Ja. Keine Kupplung jetzt. Nur auf deine Straße gucken. Nicht nach links gucken. Guck nur auf deine Straße. Nur auf deine Straße nach oben rechts gucken. That's it. Alles. Nee, ist schon alles fertig. Ja, ich wollte nochmal überprüfen. Nur Überprüfung sehr gut gelaufen. Ja. Das kannst du aber nur vernünftig machen, wenn du den Blick auf deine Straße hast. Nicht, wenn du anfängst zu denken, eventuell könnte irgendwas passieren. Guck es dir immer an. Geh nicht von Eventualitäten aus. An der Ampel, dann gleich rechts. Ich bin so ein Horst, dass ich immer sofort die Kupplung tue. Scheißegal, ist alles gut. Aber jetzt hast du den Leerlauf. Kann man aufmachen, ist okay. Erstens übertrieben, ja.
und so weit auf so eine Makrogeschwindigkeit. Ja, ich weiß ja nicht, was hier, ich kenne die Straße gar nicht. Also ich wollte eigentlich immer, also hier umkehren, aber der Typ, dem das Grundstück gehört, der hat da scheinbar herbe keinen Bock mehr drauf und hat die ganzen Stöcker da hingelegt. Was machen wir jetzt? Und wir fahren erstmal weiter, ich bin das erste Mal in meinem Leben auf diesem Weg hier und wir gucken uns tatsächlich mal an, wo wir jetzt gleich hier umkehren können. Okay. Ist ja auch so ein bisschen so ein SUV, also zur Not fahren wir übers Feld. Mhm. Kriegen wir auch irgendwie hin. Auf uns aufmerksam machen. Jo. So. Ja, schau mal, guck mal. Wer hätte das gedacht? Dann machen wir das doch hier, oder? Also ab da ist sowieso Ende im Gelände. Ne? Ja, und dann machen wir das genau hier. 2-3 Meter noch nach vorne. Sieht doch super aus. Klingt auch richtig gut. Safe sein. Abbiegen, ne? Auf wen musst du aufpassen? Wer die? Auf die, die geradeaus wollen. Ja. Also nicht die, die hier abbiegen, sondern die hier rüber wollen, die jetzt ja. Sie haben recht. Richtig? Sie haben genau recht. Sag mal, wenn du Fragen hast zwischendurch, ne? Hau raus. Kann ich auch noch. Er ist auch immer gut, ich manche Fragen stelle ich ja auch nicht. Also von daher ist immer gut, wenn einer noch dabei ist, der auch andere Sachen. Ist ja mein Job, ich kann dann ja auch sowas erklären. Okay. Kodek. Guck mal, jetzt gibt es keine Linie hier, was machen wir jetzt? Muss ich für einen entscheiden, ne? Hast du dich mal für die Linke entschieden? Darf ich nur fragen, wie du drauf kommst? Einfach nur, weil ich weiß. Ja, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich jetzt einfach so. Ist okay, gemacht. Ist cool. Dritter Gang. Wir biegen tatsächlich an der nächsten Ampel links ab. Hast du genau richtig erahnt? Weil heute Autobahnstunde ist. Richtig, Junge. Okay, dann schmeiß Blinker an. Wir machen ja alles zusammen. Alte Gersanau ist richtig. 2 Spuren. Jetzt bleiben wir aber auf der rechten. Okay. Und normalerweise. Ich habe schon wieder hier. Gut, jetzt geht's richtig los. Zieh nochmal. Zieh nochmal, ist gut. Ein bisschen sauber machen. Ja, aber ich habe hier Fernlicht wieder an. Ja, mach doch wieder aus. Ja. Warte. Das ist jetzt richtig ins Ja. Zieh einfach den Blinker zu dir. Nee, den Blinker. Ja, das war's. Oh. Locker, nicht schneiden, dann Hände hoch. Ja, über Polizei. Ich hab meine Hände. So. Und den dritten Gang hier kannst du immer ziehen. Bedeutet, von mir aus bis 80, 90, 120, wie du Bock hast. Nee, nicht schalten, ziehen. Hände hoch, weiterziehen. Ja, weiterziehen. Muss auch mal frei werden, der Diesel. Partikel müssen raus. So, und wenn die Verkehrslage es zulässt, überholen.
Das bedeutet, Spiegel gucken. Und das bedeutet, blinken. Ja, aber ich blink einfach. Aber du hier auf der Bahn kannst du auch 3 Minuten lang blinken, ist egal. Willst du im 5. Gang? Komm, geh im 5. Gang. Nee, dann ist es Gas. Jetzt kann ich doch. Ja. Oh, Antonio, Antonio. So, jetzt geht der 5. Gang. So, Blinker aus. Jetzt haben wir so lange mit dem Manöver gewartet, dass alle Autos weg sind. Wir müssen wieder, ist nicht schlimm, wir müssen wieder rechts rüber. Blinker rechts. Ganz in Ruhe jetzt, Blinker. Ja. Front- und Seitenblick und langsam wechseln. Wie Spaghetti heißt langsam. Nicht so bam.